Herzlich willkommen zurück bei euren HT Blacker. Ja, ich möchte erstmal einen kleinen Vormerk machen, und zwar werde ich demnächst erstmal das Herzlich willkommen und so alles weglassen, da ich finde, es ist etwas unnötig, das bei jedem neuen Let's Play zu machen, und deswegen werde ich das halt ab jetzt weglassen, ab dem nächsten Video. Gut, ja. Part 8 am Start, und wir sind übernommen in den Fächerruinen. Und sollen jetzt den Atlas suchen. Was eigentlich nicht schwer ist. Allerdings. Okay, dazu komme ich dann später. So, hier unten liegt ein Item. Das können wir gleich holen. Sterne und ein neues Monster dazu gekriegt. Wollen wir es gleich mal schauen. Genau. Paradigma. So. Jetzt haben wir den. Das ist ein Prescher. Und ja. Prescher haben wir noch nicht, deswegen nehmen wir jetzt mit hier rein. So. Schauen wir mal, ob wir den hier irgendwo damit unterbringen wollen. Ja klar, bringen wir hier unten noch mit. Pressure. Oh. Nochmal Pressure. Genau. Dann haben wir das. Verteidiger finde ich etwas unnötig, deswegen nehme ich das auch nicht mit. So, wie gesagt, hier unten liegt dann halt das Item. Nervenmedizin. Nummer 1. Wir müssen ja momentan Medizin sammeln. Ich glaube, 2 waren es. Das andere finden wir dann später. Na. So, geht doch. So, ja, neue Mission. Nehmen wir natürlich an. So, das hatte ich ja schon mal im letzten Video angesprochen, und zwar werde ich jetzt nicht mehr jeden anquatschen. Ich hatte jetzt bloß halt die nötigsten anquatschen. Obwohl ich denke, das ist nötig, oder da ist eventuell eine nützliche Information oder so. Also ich werde jetzt nicht mal jeden anquatschen, da ich der Meinung bin, dass es auch etwas nötig ist. Und dadurch auch viel Zeit noch dahinter hängt. Und ich meine, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, was ihr da quatschen, dann könnt ihr ja entweder bei jemand anders schauen. Ich weiß es nicht, ob es jemand macht. Also ich werde es jetzt sicher machen, oder ihr kauft euch das Spiel selber, was sowieso das Beste ist. Denn das Spiel ist Wahnsinn.
Sterne natürlich. So, hier liegt wieder ein Item. Was das gerade war, das weiß ich gerade so ganz. Guck mal, hier sieht man noch nicht. Keine Ahnung, aber hier kann man ihn anquatschen. So, about Alyssa. You think we can trust her? It does kind of feel like she's using us, huh? That's okay. When I was a kid, I knew a guy around the same age. We didn't get along too well. He was always trying to get me to do his share of the work. Then one day, he asked me to go hunting with him. I refused. I'd had enough of being bossed around. Übrigens, wenn oben links live da steht, dann kann man nicht rennen. Noel. So, now I just do my best to help out. It's better than dealing with the alternative. That isn't fun. It's another gate. Are these all linked to different time periods? If that's true, the timelines must be pretty tangled. Alyssa, when did these portals first appear? Well, no one can say for sure. It's like they'd always been there, and one day we finally noticed. So they took everyone by surprise. Either that or someone's been hiding them. What are these gates anyway? Portal things are useful as heck. You can travel to the past or the future as easy as walking through a door. No. I'm not sure I can tell if you're being serious or not. Good. Come all the way out here on your own, huh? You trust your partner? Ja, im Prinzip war das jetzt unnötig. Ich weiß natürlich nicht bei jedem, ob es unnötig ist oder nicht. Ich versuche immer das Beste zu finden. So. Nehmen wir dann ein Item wieder. Wohnreif. Können wir gleich mal schauen, was das war. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht. Magieresistenz war das. Genau. Machen wir aber jetzt nicht rein. Ist etwas unnötig jetzt. Ich glaube, das unnötig habe ich heute schon sehr oft gesagt. Na gut. Wunderbar. Ruckzucki, zucki. Und 5 Sterne. Für die, bei denen es dann nicht aufgefallen ist, seit dem neuen Teil, seit 13.2 kriegt man jetzt wieder Geld fürs Töten. In Final Fantasy 13, den ganz normalen, also in dem Vorgänger, war es halt so, dass man nur durch Items Geld bekommt. Oder durch Kisten. Das haben sie jedenfalls Gott sei Dank geändert. Denn es war, es ist und ja, okay, es war und ist immer noch scheiße. Finde ich jetzt. So, natürlich können wir auch bei den kleinen Viechern Fähigkeiten aktivieren. Ich zeige das mal kurz. Natürlich mit Aktionstasten wieder. Oh. Jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten. Und ja, 5 Sterne. Und wieder ein neues Vieh bekommen. So, hier liegt gleich wieder was. Was unsichtbar ist. Ich bin mir allerdings nicht gerade sicher, ob wir das schon erreicht nehmen können. Ja klar, können wir einsammeln. Thank you.
Oh, hier liegt mir jetzt wieder was. There used to be a cemetery in the ruins. R1 und schon wird's aufgedeckt. Und da haben wir wieder Medizin. Ich glaube, wir müssen nur zwei finden. Ich kann mal ganz kurz nachschauen. Hier sehen wir dann die ganzen Fragmente, die holen wir später. Die anderen zwei. So, das müsste... Genau, zwei. Müsste das sein jetzt. Also könnten wir es rein theoretisch abschließen, wenn wir wollten. Ich glaube, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Aber hier können wir gleich mal die Mission abgeben, glaube ich. Ich bin gerade am Überlegen. Ach, ja, genau, das ist schon. Ja, hier ist halt ein bisschen. Naja, kann man sich leicht verirren, sag was man so. Ich glaube. Nein, haben wir noch nicht gesehen. Schauen wir ganz kurz. Hm, ja, genau, da müsste er sein. Gut, ja, da haben wir die Mission. Also hat sich doch irgendwo gelohnt, zu Kreis zu laufen. Gut, haben wir das abgegeben und haben schon das erste Fragment. 1 von 8. Oh, ich denke mal, den schaffen wir ohne 100 zu heilen. Ja, ganz knapp. Punkt's doch. Das müsste jetzt hier lang. Allerdings komme ich dann. Ja, ich komme dann hier hoch, weil dann muss ich da lang. Genau. Entschuldigung, dass ich da ab und zu mal auf der Karte gucken muss, aber bei der Map habe ich irgendwie so meine Probleme. Ich laufe dann immer gerne mal im Kreis. Ich hätte so eigentlich ganz anders machen können, aber
Naja, jetzt ist es auch zu spät. Wir müssen dann da hoch. It's Atlas! Did the device appear along with Atlas? If Atlas is a weapon built by humans, they must have designed a way to stop it. And that machine showing up is no coincidence. Right. Two choices. We try that new device and hope it controls Atlas. Or do it the old-fashioned way and fight him head on. No regrets, no looking back. So. Natürlich volle Kraft raus, ich bin mir nicht sicher. Wir denken sicher darüber. Wir denken Mock darüber. Ich weiß selber nicht, was ich dazu jetzt sagen sollte. Also ich nehme mal den Mock. Hey Mog, what do you think about all this? I think I like Sarah more than I like Noel. Goodbye. Ouch. You know I have feelings, right? So, eigentlich beende ich den Part jetzt eigentlich, aber ich möchte euch noch was demonstrieren. Ich speichere das hier gleich mal vorher, dass ich dann hier wieder auftauche. So. Es ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt vor dem Sterben nicht abspeichert. Man kann da direkt wieder vor den Spawn. Nein, das wollte ich natürlich nicht. So. Haben wir schnell gespeichert und jetzt demonstriere ich euch mal ganz schnell was. Und jetzt mal den Kampf. Found the capsule in the ruin. There he is. And not looking too happy. Ganz offiziell ist das Video schon vorbei. Aber ich möchte euch jetzt sehr schnell was demonstrieren. Und zwar genau das. Wie man davor gesehen hat, muss man zu so einem, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, was es war, auf jeden Fall zu so einem, jetzt war es weg, zu so einem Paradox, glaube ich, zum Paradox, ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf jeden Fall haben wir davor was gesehen und da müssen wir hin und da werden wir dann was machen müssen und wenn wir das geschafft haben, wird das Monster abgeschwächt, macht weniger Schaden und hat wirklich sehr, sehr, sehr wenig HP. Und dann schaffen wir den. So schafft ihr den nicht, außer ihr trainiert richtig viel. Oder ihr habt Hacks benutzt. Was ich jetzt mal nicht hoffe. Und ja. Gut, dann beende ich den Part erstmal und ja. Gut.